Herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Last of Us. Ich, Rixer am Start, Fexer sitzt neben mir, ich bin wieder am Controller. Ich musste mich jetzt erstmal runterfahren. Wer die letzte Folge gesehen hat, hat festgestellt, ich bin da total verzweifelt. Ich bin total am Ausrasten gewesen, ich habe bald den Controller durch die Bude geworfen. Hüpft ja so ein Trollzwerg noch durchs Zimmer, hängt sich mit ganzem Körpergewicht an meinen Bart. Ja, das ging gar nicht mehr. Ich musste dann an Fexer abgeben, weil ich einfach gemerkt habe, das bringt jetzt gar nichts. Und ihr seht noch die nächsten 10 Mal, wie ich einfach faile. Das war da unten in der Lagerhalle war das. Das erstmalig und dann, ja, hier drüben. Zweitmalig. Fexer hat mir ausgeholfen. Ich hoffe, ich konnte mich jetzt genügend wieder runtertouren. Und komme jetzt nicht gleich ins nächste Gemetzel, wo ich wieder, ich weiß nicht, was los war. Also, ich war ein bisschen raus mit der Steuerung. Jetzt habe ich die Ellie, da habe ich ganz am Anfang noch versucht, alle möglichen Tasten zu drücken, um die Steuerung wieder reinzufinden. Da waren wir noch auf der Hirschjagd. Und ja, diese ganzen Möglichkeiten gab es da noch gar nicht bei Ellie. Ich konnte also diese Waffen gar nicht auswählen. Ich habe also gar nicht mehr geschnallt, wie komme ich eigentlich ins Waffenmenü, weil das da noch gar nicht möglich war. Jetzt fällt mir auf, dass ich den Bogen und das Gewehr hier auf zwei verschiedenen Plätzen habe, also nicht mehr X gedrückt halten muss, um das auszuwählen. Na? Mhm. Das war alles ein bisschen anders jetzt. Ich will mich aber gar nicht groß rausreden. Ich habe einfach mega versagt. Ja, man kennt das ja selber. Also hallo erstmal. Ja. Man kennt das ja auch selber, wenn man dann wirklich nur noch sauer ist, wenn nicht mehr funktioniert und man, dann wird es auch immer schlimmer. Also es wird ja nicht besser, kennt man. Aber gerade hier ist es so, da muss man ruhig sein, konzentriert sein irgendwie. Dass es läuft, aber ach, genug rumgebabbelt und rum, ja. Entschuldige und gescheiße, es passiert halt mal. Zurück zum Thema. Das ist ja Let's Play mit Abwechslung und zur Abwechslung gehört auch mal, bis man halt auch mal einfach. Ich fand's ja witzig, ne? Ja. Und darum geht's ja auch. Also weiter bitte. Ja, wir müssen auch bedenken, wir vertrauen dem Boy ja hier eigentlich gar nicht, was mir eigentlich direkt schon ein schlechtes Gewissen macht, weil der hat uns ja hier auch schon jetzt mehrmals tierischsten Arsch gerettet. Und eigentlich vertrauen wir den aber noch gar nicht. Jetzt quatschen wir mal an. Na? Quatsch den an. Ellie. Ellie? Geh mal dahin. Einfach. Jetzt. Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was hab ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Ob der Hirsch noch da ist? Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Das war Fexer. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst? Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Oh oh. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey. Bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Runter Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein.
Nein, danke. Los, weg hier. Komm schon. Das, glaube ich, die Kacke ein bisschen am Dampfen. Wenn die uns unsere Spuren verfolgen. Komm mit. Ich habe eine Garage geparkt. Sehen wir jetzt unseren guten Joel? Ich hoffe. Joel? Was? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Hoffentlich ist das auch Medizin. Hoffentlich ist es das. Okay, heb deinen Arm. Da mal los. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joe. Versuchen Sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Sagtest vor uns, ja. Die haben die Spuren vom Pferd verfolgt und das Problem ist jetzt, dass ja auch der gute Joel noch dort im Haus liegt. Scheiße! Und hast du das kurz gehört, was er gesagt hat? Das Mädchen soll nicht erschossen werden, ja. Eigentlich. Wahrscheinlich will David die mit im Team haben oder was weiß ich auch alles. Ich bin mir da nicht sicher. Oder als Geisel nehmen oder einfach gefangen nehmen, weil sie sich ärgern, dass da alles vorgefallen ist. Ja, man weiß es nicht. Wie kommt denn da noch? Ah, oh, das war natürlich klar, dass der da rankommt. Kommt und holt mich, ihr Arschlöcher! Ach, die ist so abgeklärt, die Ellie. Ja, die voll coole Socke, ey. So, wie viele sind das denn? Ja, die haben ja gesagt, die haben mehrere, den Bauch zu füllen. Aber hast du auch gemerkt, dass wir denen schon mal in der Stadt begegnet sind? Also, das sind wahrscheinlich auch Banditen. Ja, eben. Ey, Gott! Autsch! Voll den Gaul erwischt. Oh Mann. Nein. Scheiße. Ellie, keine Zeit. Wir müssen abhauen. Flitze. Sie ist den Abhang runtergefallen. Aber ich will sie nicht. So, von wegen, das sieht das nicht. Und wieder mal eine Wendung im Spiel genommen, wo man sich denkt, Ich loote jetzt nicht, ne? Bewusst, also ich... Ach, du willst nicht?
Okay, warum? Das muss ich mitnehmen. Ich will zusehen, dass ich davon komme. James hat gesagt, dass sie das bei der Uni war. Wie viele von uns sind dort gestorben? Oh Mist. Das wusste ich nicht. Scheiß auf David. Ich lasse uns nicht drauf ankommen. Das sind die Typen aus der Uni gewesen. Mhm. Die übrigens ohne Vorwarnung auf uns geschossen haben. Ja. Jungs, check diese Hütte. Dein Plan? Tja, ich bin mir nicht sicher, wo ich hin will. Hm. Ob ich über den See kann? Ich glaube nicht, dass du hier ans, beim Winter da über den See schwimmen solltest. Das sieht ja auch aus wie eine Festung. Ich weiß ja nicht, ob man die töten muss. Wo ist das Mädchen? Andererseits spielen wir das Spiel ja schon eine ganze Weile. Wie war's denn immer in solchen Situationen? Mhm. War's eigentlich immer? Die systematisch ausschalten müssen, oder? Das ist ja so der Kampf im Spiel, das eigentlich. Wie soll ich denn den treffen, ey? Da kommt der einer. Ach, der ist im Haus drin. Komm raus, du Feigling. Du Pfeife. Jumpt da rüber, ey. Sekunde. Ja, ich weiß nicht. Dann mach was, nicht so. Sicher. Schleich dich. Ach, da ist er doch direkt. Schleich, ja genau, jetzt so. Schleich dich. Okay. Wo geh ich lang? Hat er gar nicht gecheckt, was herkam, oder? Nee. Sehr gut. War praktisch wie eine Ablenkung. Na jetzt, zähl doch mal, was ist denn hier los? Was wir auch lange nicht gemacht haben. Früher haben wir noch mit Steinen geworfen und Flaschen, weißt du das noch? Ja. Das machen wir ja gar nicht mehr. Wo immer sind sie? Verdammt! Die Idee. Nein. Nein! Aber es hat die auch wieder abgelenkt. Das kann es genauso gemütlich wieder. Sehr schön. Yeah! Ja, aber nur noch drei Schuss, ne? Da hinten sind noch zwei, mindestens. Spinnsinn reicht nicht so weit. Nee. Zumindest habe ich sie vorhin nicht gesehen. Siehst du das? Oh, haben wir auch nie großartig bearbeitet, das Ding. Ah, ne, bei Ellie ja nicht. Wie denn auch? Hm. Hier war jetzt keiner mehr, ne? Ach ja, vielleicht stimmt. Kann ich ja wenigstens gucken, was die so Schönes dabei haben. Da haben bestimmt Muni dabei. Da sehe ich doch schon was. Nein, ihr seid halt aber. Schrotflinte, das haben wir auch lange nicht. Mensch. Wo sind die? Oben war einer, oder? Jetzt ganz oben am Bildschirmrand. Machen wir Step hier bei Step, gehen wir weiter. So ist ja genug Deckung hier da. Ja. Also auf jeden Fall gerade so ein bisschen Stealth. Und auch wenn nicht, du weißt doch, wie es ist. Wenn, nur halt einfach geballert wie immer. Ja. Wo ist die Kleine? Ich habe halt wieder Angst, dass ich mich irgendwo lang bewege und verpeile, dass ich an ihm vorbeilaufe und dann steht er hinter mir. Das hat man schon erlebt. Ne? Kennt man. Da? Okay. Wo ist der andere? Da. Der Joe sah gar nicht gut aus. Der Magen wieder zugenäht. Das und war alles sehr infektiös. Ziel war ja Salt Lake City Krankenhaus. Da sollen die Fireflies noch sein, was wir auf diesem Tonband ja noch gehört hatten. Dann ist mittlerweile im Winter geworden. Ich denke mal, dass wir uns irgendwie bloß einen Unterschlupf gesucht hatten, die Ellie und der Joel, wo der Joel erstmal wieder auf die Beine kommen kann, um den Weg dann zusammen zu bestreiten. Und was du halt immer wieder hier erlebst, so. Ist schon Wahnsinn. Ich bin auch gespannt, wie die ganze Geschichte hier endet. Wir haben uns ja nicht gespoilert, haben das Spiel auch nicht im Let's Play von jemand anderem gesehen oder selber halt vorher gespielt. Was man, glaube ich, auch deutlich merkt am Gameplay, ja. Aber egal. Macht es nicht minder spannender hier. Und auf jeden Fall grandios. Du bist Stealth-Action, ey. Hm. Wo ist denn der andere jetzt hin? Hier waren noch zwei. Wo
Wenn ich die wirklich alle erledigt habe, was machen wir dann? Ja, dann wird wahrscheinlich wieder das Spiel sagen, was los ist. Beziehungsweise weiß ich nicht, vielleicht können wir abhauen, aber hier geht es wirklich um das Ramschleichen wieder, systematisch ausschalten. Und das sieht mir nach einer guten Möglichkeit aus, den Kollegen hier. Aber du kannst gar nicht so zielen, ne? Du bist viel zu weit, das ist viel zu hoch, die Mauer. Du musst mal wirklich jetzt mal ein bisschen hier. Da läuft er ja prinzipiell eigentlich nur um das Haus im Kreis. Mal Arme hoch, krempeln noch mal hier ein bisschen. Da kommt ein. Oh! Siehst du? Stehe ich plötzlich mittendrin. Zwei. Ja. Da oben kommen noch viele mehr. Oh oh. Haben die das jetzt gehört, dass da ein Stein kommt? Ja. Die alle einfach abknallen, jetzt ist die Schnauze voll. Kriegst du den links? Dass er den nicht sieht, frage ich mich. Was zum Teufel? Oh, jetzt triff doch. Dafür wirst du bezahlen! Ach, das ist wie so ein Toilettenhäuschen. Statt da steht ein Container davor. Ich hab mich gewundert, wo der hin war, der eine. Die müssen mal pullern, lass die. Oh Mann. Ich hab nichts mehr zum Werfen. Ne? Mache die kalt jetzt. Ah, jetzt geht's los. Wo die File-Action schon ziemlich cool sind. Da steht er übrigens, der Kollege. Oh Mann! Ich wollte gerade die Schulter wechseln. Na, da stehen bleiben, denke ich mal, ist nicht so cool. Der Schuss allerdings schon. Okay, den kannst du von hinten greifen, wenn der rückwärts weiter rangeht. Obwohl, ist blöd. Ah, da ist ja noch einer. Scheiße. Ja, warum nicht? Den kriegst du auch gemütlich. Nee. Hier ist der drüben. Ah, jetzt dreht er sich rum. Oh, schön. Ach, jetzt kommt die hier. Kommt die hier. Ach so, ich hab bloß noch einen Schuss. Du hast aber noch eine Knifte, eine andere, eine kleine. Ja. Mit 11 Schuss, let's. Die wissen auch nicht, wo du bist. Also richtig schön jetzt hier von hinten. Ach, bewerfen, okay. Ich dachte, du machst dir einfach einen Kopfschuss, weil das wird mir eher auf jeden Fall. Ah, ich würde jetzt einfach nur sicher gehen, ja. Weil hier sind ja, wie es aussah, noch reichlich von den Leuten. Und ich bin mir nicht sicher, wo ich hin muss. Die Musik ist immer noch angespannt. Haben die eigentlich mal irgendwie. Guck mal, da drinnen lag was zum Schlagen. Das ist wirklich äußerst sinnvoll. Wenn du mal im Nahkampf bist. Willst du das denn noch holen? Ja, ja. Ich versuche mal Munition abgreifen. Ich denke mal, das ist doch ein Rohr da drin, oder? Der sitzt doch da, oder? Der ist ja noch nicht hinüber. Nö. Oder? Nö. Mal voll in den Popsoil geschossen! Aber bis. So, hier drin hast du gesagt, ist. Ach nee, Schlag. Das ist gar kein Rohr, das ist hier. Wasserhahn. Der Wasserhahn! Ich dachte, es wäre ein Rohr. Aber. Trotzdem. Gedöns. Wir nennen mal. Den Loot spaßeshalber Gedöns. Weil man damit ja. Ach Quatsch, ich. Rumgedönen kann. Was rede ich hier schon wieder? Mhm. Ich muss das irgendwie hier ein bisschen. Ist das jetzt oder was? Nee, das war's nicht. Da ist noch irgendwo einer. Ich weiß bloß nicht wo, warum. Weshalb, weswegen, wozu. Aber erstmal Muni. Und das spricht für sich. Da oben ist ein Auto. Ja, das sieht nicht wirklich vorbereitet aus. Ne? Ich hab's doch auch irgendwo welche abgeknallt. Ist das jetzt vorbei? Ich weiß es nicht. Ich glaub's nämlich nicht. Aber kannst ja mal probieren, hoch zur Straße zu gehen. Ich weiß ja nicht, was hier. Oder zu Joel zurück. Oder am besten mit dem Auto zu Joel zurück. Voll. Dann bauen wir wieder was. Also stellen wir was her. Bauen. Craften mal was.
Okay, ein Medipack würde Sinn machen. Wir haben noch genug von Lumpen und Alkohol. Also Molly hat Sinn gemacht. Wir können noch so eine Bombe bauen. So wenig können wir nicht bauen. Da fehlt uns der Zucker. Aber mehr können wir eh nicht bauen. Dann baue ich noch Molly. Sehr schön. Fühlt sich wieder besser an, hä? Ja. War das gerade? War das der Molly? Das Feuer oder war gerade ein Blechtrommel? Oder geh mal dort lang, wo die da runtergekommen sind. Ja, ja, da will ich dann auch lang. Ich wollte bloß gucken, ich bin der Überzeugung, ich habe hier irgendwo doch noch vorhin einen erledigt. Ich weiß nicht mehr wo. Ich dachte, hier finde ich vielleicht noch ein bisschen Munition oder so. Nehmen wir mal eine Ablenkungsflasche mit. Ja, ist gerade sehr ruhig. Ja. Ne? Und, du bist doch gerade konzentriert, ne? Ja, so ich will einfach nicht wieder fehlen. Ja. Das ist. Die Angst vor dem Versagen ist zu groß. Okay. Können wir jetzt irgendwie noch. Nee, wir können einfach kein Messer bauen und nichts. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch die Spezialfähigkeit von Ellie, dass sie das Messer einfach hat. Ich hab keine Ahnung. Das ist eine. Ja, das ist. Wir können auch wahrscheinlich nicht, sogar richtig. Wir können auch nichts mit Tabletten. Guck mal, das Messer hat sie ja wirklich permanent, siehst du hier unten rechts. Ja. Oh, das war noch. Die geschenkt bekommen hat da, ne? Ja, muss man mal eins und eins zusammenzählen, genau. Okay. Na gut. Ich glaube, jetzt wirklich keiner mehr einfach. Jetzt haben wir schön Loot gesammelt. Hm. Jetzt gehen wir mal da hoch, wo die anderen waren. Hier drin ist noch, also ist ein Stein bloß. Jetzt gehen wir mal da hoch, mal gucken, was wir da haben. Da geht's bestimmt gleich weiter. Aber vielleicht entdecken wir auch noch was anderes. Tja. Gucken wir nochmal in Ruhe. Verabschieden uns dann in die nächste Folge. Ach, das ist schon wieder so weit. Na eben, ist schon wieder so weit. Ach, ich bin fies, wa? Ach, Leute, ich war gerade selber gar nicht mehr da, aber ich bin hier jetzt hier. Mensch, das ist so. Naja, gut. Jetzt mal hier rüber in den Bus, oder? Ist das nicht so ein Schiff, oder was? Ja. Gut, danke, ihr Lieben, fürs Zuschauen bei Let's Play The Last of Us. Wir sehen uns in der nächsten Episode und es bleibt wie immer spannend. Schaltet wieder ein. Ciao.